Hallo, wir wissen zwar noch nichts Offizielles dazu, aber es sieht alles ganz danach aus, dass Battlefield 2042 auch nach Season 5 noch weiter mit Content supportet werden wird. Wir werden also noch ein weiteres Jahr Content Support nach dem ersten Jahr bekommen. Denn das erste Jahr von 2042 ging ja so richtig mit Season 1 im Sommer 2022 los und es wird dann ja auch mit Season 5 im Sommer 2023 enden. Was da konkret so kommen mag, ist natürlich immer noch ein großes Rätsel, aber wir wissen, dass zumindest etwas kommen wird und dass man sich in der Zwischenzeit ja auch darum gekümmert hat, dass man in diesem Spiel ein solides Fundament hat, auf das man mit weiterem Content aufbauen kann, was ja lange Zeit nicht so war. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich in diesem Video mal eine Art Recap und spreche darüber, wie wir überhaupt diesen Punkt erreichen konnten, dass ausgerechnet Battlefield 2042 jetzt vielleicht doch noch eine Zukunft haben könnte. Der ein oder andere erinnert sich, ich habe ja auch schon vor etwa einem halben Jahr ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, warum ich persönlich nicht glaube, dass das Game eine Zukunft hat. Und dass einer der Wege, wie man das noch schaffen kann, ist, das Game effektiv gratis zu machen. Und genau das ist ja jetzt auch mit PS Plus bei PlayStation passiert. Und siehe da, es hat funktioniert. Battlefield 2042 zählt jetzt zu den Spielen auf PlayStation mit der höchsten aktiven Spielerzahl, zumindest im Moment noch. Wie viele Spieler dann davon auch noch in ein paar Wochen bleiben werden, das ist eine große Frage. Da müssen sie sich jetzt bei DICE drum kümmern. Und gerade bei dem Part bin ich halt noch ein bisschen skeptisch. Sie machen nach wie vor ja immer noch nur das absolute Minimum von dem, was sie machen müssen. Mit einer neuen Map pro Season und einem Map-Rework, das wir diese Season ja noch bekommen werden, für die indische Map, für ausrangiert, was ich persönlich als eine der schlechtesten Maps in dem Game bezeichnen würde. Was, denke ich, auch nicht durch das Rework noch groß zu retten ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Sie haben aber zumindest bei dem groben Minimum, was sie machen, bisher einen relativ guten Job gemacht. Sie verkacken es hier und da mit den Details, wie beispielsweise der Balance vom Railgun-Panzer. Aber wenn man sich im Großen und Ganzen anguckt, was über die Seasons so geschehen ist, dann kann man das an sich schon ganz gut heißen. Beispielsweise hat man in Season 2 das Fahrzeug-Slot-System überarbeitet und das ist jetzt auf einem vernünftigen Punkt, wo man sagen kann, das kann erstmal so bleiben. Klar wäre es zum Beispiel noch ganz gut, wenn noch ein weiterer Jet reinkommt, aber Spoiler, da sprechen wir gleich auch noch drüber, im Bereich Jets wird sich wohl demnächst was tun, das freut mich. Dann haben wir in Season 3 das Klassensystem bekommen und auch das ist so vom Prinzip auf einem Stand, wo ich sagen würde, das kann man so lassen, das ist okay. Es ist zwar jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber es ist für die Zwecke dieses Spiels angemessen. Und guckt man sich Season 1 und Season 4 an, habe ich ja in der Vergangenheit auch schon viel zu gesagt, das ist vom Content an sich ja für mich guter Battlefield-Content gewesen. Die neue Map aus Season 1, aka Kontakt, und die neue Map von Season 4, aka Flashpoint, sind beide für sich genommen einige der besten Battlefield-Maps, die ich kenne, weil sie sich echt gut spielen. Und die neuen Fahrzeuge der Seasons jeweils, aka der Tarnheli und der Brawler, sind vernünftig gebalanced gewesen, auch wenn man den Tarnheli inzwischen wegen den ganzen heulenden Casuals fast komplett kaputt genervt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Und wenn man sich dann noch bei Season 4 anguckt, dass sie am Jet-Handling gearbeitet haben, kann man auch wieder sagen, hätte von Anfang an so sein sollen. Zusammen mit dem Fahrzeug-Slot-System und dem Klassensystem sind das ja auch Punkte bei den Jets, die schon seit der Beta bekannt sind. Nicht zuletzt habe ich ja auch schon direkt nach meinem ersten Eindruck der Jets nach der Beta gesagt, dass die so nicht bleiben können. Warum man dann dafür, genauso wie beim Klassensystem und bei den Fahrzeugslots, über ein Jahr braucht, um auf solches Feedback einzugehen und das umzusetzen, kann ich euch auch nicht sagen. Aber gut, besser spät als nie und jetzt tut sich da zumindest etwas. Und das Flugverhalten haben sie jetzt auf einen Stand gebracht, wo ich sagen würde, dass es wirklich Spaß macht, mit den Jets zu fliegen, rein vom Flugverhalten. Jetzt fehlt aber noch die Power bei den Jets, damit die auch wirklich was ausrichten können. Und dann hat man in diesem Game endlich vernünftige Jets und dann kann man anfangen, an der Balance zu arbeiten und die in eine sinnvolle Bahn zu lenken, so wie ich das ja auch schon seit Wochen und Monaten predige. Eigentlich seit Jahren inzwischen. Wobei sie damit ja sogar im Detail jetzt schon angefangen haben, weil sie den F-35 und den Su-57 rebalanced haben, sodass der F-35 im Turnradius und Turnspeed dem Su-57 jetzt ebenbürtig ist seit Season 4 und nicht mehr der Su-57, wie es früher die ganze Zeit war, im Dogfight einen absoluten Vorteil hatte, weil er nun mal einfach schneller und enger turnen kann und dann jedes Mal hinter den F-35 kommen kann. Der F-35 hatte und hat jetzt immer noch die Möglichkeit, mit dem Hover-Modus dann natürlich irgendwelche Outplays vorzunehmen, aber das ist natürlich dann auch sehr viel schwieriger und sorgt dafür, dass der F-35 durchaus auch eine recht hohe Skill Gap hat. Und das ist auch der Punkt, der jetzt natürlich diese Balance wieder sehr interessant macht, um nicht zu sagen, auch ein bisschen wieder fragwürdig. Weil man jetzt natürlich mit dem F-35 über den Hover-Modus
einen kleinen Vorteil hat gegenüber dem russischen Jet. Aber der kleine Vorteil ist auf jeden Fall, würde ich zumindest behaupten, geringer als der Vorteil des russischen Jets früher gegenüber dem F-35 war. Und dann kann man natürlich auch noch sagen, gut, der F-35 liegt auch noch ruhiger in der Luft, ist deswegen besser geeignet, um Bodenziele unter Feuer zu nehmen mit dem Geschütz. Aber wie viele Leute in Battlefield 2042 können das wirklich? Das sind nicht so super viele. Deswegen sollte sowas bei den meisten Spielern gar nicht erst ins Gewicht fallen. Aber es ist für die Leute, die gerne Jet fliegen, natürlich auch etwas, was man ein bisschen im Hinterkopf behalten kann. Und dann ist die nächste Frage, wie es mit den Jets weitergeht, weil sich viele Leute da durchaus noch drastische Änderungen wünschen und die bei DICE explizit darum gebeten haben, dass man ihnen Feedback zu den Jets gibt. Und wer hätte es gedacht? Die Leute wollen, dass die Jets wieder mehr wie in BF4 werden, dass sie mehr Bewaffnung bekommen, dass sie stärkere Bewaffnung bekommen, dass man mehr Optionen zur Auswahl hat, dass man beispielsweise auch mehr Jets picken kann als nur diesen einen pro Team, dass man beispielsweise nämlich die Jets aus dem Portal-Modus noch als eine weitere Option mit in den Jet-Slot packen könnte. Ja, die Leute wollen, anders gesagt, vom Prinzip halt Battlefield 4 wieder haben. Wer hätte das nur wieder erahnen können, dass die Leute, die dann reihenweise nach Battlefield 4 zurückgekehrt sind, wenn man sie nach 2042 Jet-Feedback fragt, sagen, ja, wir wollen Battlefield 4, weil von Anfang an klar war, dass die Leute Battlefield 4 wollen. Warum dann nicht gleich so? Warum muss man 1,5 Jahre später nach Feedback fragen? Das bringt mich dann zurück zu meiner grundlegenden Frage, die ich mir auch schon seit der Beta von 2042 stelle. Warum überhaupt versuchen, das Rad neu zu erfinden? Wir hatten doch schon längst ein wunderbares Erfolgsrezept mit Battlefield 3 und danach 4. Wir kommen von Battlefield 4. Wir wissen, was die Leute mögen und was die Leute nicht mögen. Und wir wissen, dass Battlefield 4 basierend auf dem, was man bei Battlefield 3 gelernt hat, dann auch ein Erfolgsspiel war, bei dem man nicht so furchtbar viel Balance und Design technisch abändern muss, was halt nur technisch erstmal auf den Stand gebracht werden muss, dass es gut war, denn das waren ja damals beim Release von BF4 noch die Probleme. Ansonsten war das ja ein recht einwandfreies Game. Warum dann nicht also sich daran orientieren? Die allermeisten Battlefield-Spiele hätten, denke ich, liebend gerne einfach ein modernes Battlefield 4. In aktueller Optik mit vernünftiger Grafik und von mir aus auch ein bisschen größer noch. Es muss ja nicht unbedingt 128 Spieler sein. Aber hoch von 64 könnte man mit entsprechenden Maps durchaus was machen. Und ich finde sogar, dass 128 Spieler okay sind auf den Maps, die halt mit 128 Spielern funktionieren. So wie diese Map hier beispielsweise. Wie auch Kontakt von Season 1, die ich ja auch schon sehr oft in diesem Kontext erwähnt habe. Eine wunderbare Map mit 128 Spielern. Es ist ja durchaus möglich, das zu machen. Das Problem bei 2042 war nicht so sehr die Spieleranzahl, als dass die Maps einfach nicht gut waren. Bis auf halt einige wenige Ausnahmen, die in der Regel unter den neueren Maps zu finden sind. Und für diese einfache Erkenntnis, dass man das Rad eben nicht neu erfinden muss, um ein erfolgreiches Battlefield an den Markt zu bringen, haben die bei DICE wirklich 1,5 Jahre gebraucht. Aber das ist noch nicht alles. Die haben trotzdem nicht verstanden, warum auch jetzt noch viele Leute gerne Battlefield 4 spielen oder warum die Battlefield-Reihe mit 3 und 4 zu so einem großen Erfolg wurde. Das geht denen nicht in den Kopf, das können die nicht nachvollziehen. Da fragt man sich, haben die überhaupt jemals Battlefield gespielt? Wo sind die Leute, die damals an diesen Spielen gearbeitet haben? Ach, die sind ja gar nicht mehr bei DICE, so ein Pech aber auch. Trotzdem könnte man eigentlich nachvollziehen, was Battlefield damals zu einem Erfolg gemacht hat, oder? Was das Erfolgsrezept ist. Man hat immerhin die Battlefield IP, die alten Spiele existieren auch noch. Man müsste sich nur mal ein bisschen damit beschäftigen und dann merkt man das eigentlich recht schnell. Zumindest, wenn man einigermaßen intelligent ist, aber das sind die halt offensichtlich nicht. Wobei ich gar nicht abstreiten möchte, dass es da auch noch ein paar intelligente Leute geben mag. Irgendwer hat ja beispielsweise die Map Kontakt designt und irgendwer hat auch den Tarnheli designt. Also ein oder zwei intelligente wird es da noch geben, nur die können sich offensichtlich nicht durchsetzen. Ich kann mir das auch schon bildlich vorstellen, so bei der Versammlung von DICE. Ja, warum sollten die Leute Battlefield spielen? Und alle sitzen da reihum und zucken mit den Schultern und keiner hat eine Antwort. Und wie man schon bei der Sesamstraße gelernt hat, wer nicht fragt, bleibt dumm, also wird jetzt die Community gefragt, was sie haben möchte, um Battlefield wieder spielenswert zu machen. Und das Feedback, was man teilweise bei Battlefield 2042 von der Community bekommt, das ist schon echt ziemlich wild. Hier nur mal ein Beispiel von Reddit. Und es ist wirklich auf Reddit sowieso der größte Zoo. Versteht ihr? Zoo, wegen den ganzen Affen. Ich muss das extra erklären wegen den Affen, die dann mein Video sehen. Man muss ja Rücksicht nehmen auf diese ganzen Menschenaffen, die dann vor ihren Tastaturen sitzen und die dann da eben auch bei Reddit unterwegs sind. Anders kann man das nicht mehr erklären, was er da geschrieben hat. Lest euch das mal durch.
Der ist doch höchstens gerade so self-aware, wie als ob man so einen Schimpansen vor ein Spiegel setzt. Aber mehr schafft er auf keinen Fall. Zumindest nicht bei dem Kommentar. Das ist schon hart, oder? Erstmal fängt er recht nachvollziehbar an, indem er sich über die ganzen Nerfs beschwert und dass man ständig am Nerven ist, weil irgendwelche Leute am Rumheulen sind. Soweit hätte ich das auch unterschrieben. Aber dann ist der Kommentar und die ganze Argumentation instant zusammengekracht. Schlimmer als 9/11, Mann. Es ist wirklich fürchterlich. Man guckt es sich an und man stellt fest, er meint den Nerf an Liz. Nachdem Liz gebufft wurde und wieder genervt wurde, weil es halt offensichtlich zu stark war, so mit deren dreimal Anfliegen auf einen Heli, ist vielleicht ein bisschen unfair, ne? Nee, für ihn offensichtlich nicht. Er findet's geil. Er kann halt wahrscheinlich auch kein Heli fliegen und ist die ganze Zeit dann unten am Rumstehen und am Rumsalzen, weil da irgendwer im Heli halt besser spielen kann als er. Und er muss das dann den Leuten zunichte machen. Und das findet er dann sehr ungeil, dass Liz dann genervt wird und er jetzt tatsächlich mit Liz beim ersten Versuch treffen muss und nicht einfach dreimal hintereinander wieder anfliegen kann. Super toll. Aber was wurde denn in diesem Spiel genervt? Ach ja, nach der Beta, der Heli. Und ja, der andere Heli. Gut. Und dann kommt das Spiel raus und der Heli wird wieder genervt. Und der andere Heli wird auch wieder genervt. Und dann wird der andere Heli nochmal genervt und nochmal genervt. Und dann kommt der neue Heli und dann wird der neue Heli genervt. Und dann wird der neue Heli nochmal genervt. Und dann wird nochmal der andere Heli genervt. Und dann wird nochmal der neue Heli genervt. Und dann wird nochmal der neue Heli genervt. Und da wird dann einmal Liz, nachdem sie gebufft wurde, wieder ein bisschen runter genervt. Und er heult direkt rum bei Reddit. Das ist schon krass. Das sind die Infanterie-Monkeys. Apropos, wenn er Heli-Spielern wie mir vorwirft, dass wir die ganze Zeit nur am Rumheulen sind, wollte ich wenigstens noch erwähnt haben, dass zweimal on top auch noch alle Helis genervt wurden. Einmal ist auch gar nicht so lange her. Das war jetzt direkt nach Season 4. Denn zu Season 4 war es ja so, dass man im Tiefflug unanvisierbar wurde. Für Helis. Auch Stinger am Boden. Nicht nur Fahrzeuge. Fahrzeuge jetzt auch immer noch, aber die Stinger am Boden, die können jetzt einen wieder im Tiefflug anvisieren. Warum? Weil die ganzen Casuals rumgeheult haben. Und schon ist es wieder weg. War schön, solange es angedauert hat. In diesem Gameplay ist es auch noch so. Es macht einfach Freude, aber wir können natürlich nicht schöne Dinge haben, so wie damals in Battlefield 4. Da gab es dann einen Raketenwerfer, der konnte im Tiefflug anvisieren, aber damit musste man den Lock-on aufrechterhalten. Ja, sowas, solche Balance-Nuancen gibt sich mehr abgeschafft. Balance-Nuancen versteht der Casual sowieso nicht, also kann man sich die auch schenken. Und nach diesem Prinzip wurde halt auch viel in diesem Game gebalanced. Und solange man nicht ernsthaft und grundsätzlich an die Sache rangeht und das rückgängig macht und eben dann anfängt, auf die vernünftigen Leute zu hören und nicht auf die Casuals, dann wird das, denke ich, auch nichts mehr. Aber sei es drum, vielleicht gibt es eine geringe Chance, dass dieses Game trotzdem wenigstens etwas besser wird. Nur dann muss man auf das vernünftige Feedback eingehen. Wenigstens ein bisschen. Nicht nur auf die Affen bei Reddit, die an ihren Tastaturen rumklopfen und sich aufregen. Und ich meine, so schwer ist das doch alles gar nicht, wenn man mal nicht davon ausgeht, dass da irgendwelche Menschenaffen spielen. Was man leider seitens DICE wohl tut. Aber grundsätzlich ist ja eigentlich klar, dass der beste Konter für ein Fahrzeug das gegenüberliegende Fahrzeug im Gegnerteam ist. Wenn man da jetzt einen richtig guten Heli-Spieler hat, dann macht er natürlich den anderen durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Heli-Spieler im Gegnerteam ziemlich konsistent weg. Allerdings sollte man meinen, dass bei 128 Spielern in der Lobby dann zumindest einigermaßen regelmäßig sich da zwei einigermaßen ebenbürtige begegnen sollten. On top hat man dann ja auch noch den Jet und wenn der Jet vernünftig gebalanced wäre, wäre das ja auch noch ein sehr guter Konter für den Heli. Und dann hat man auch noch die Leute, die gut mit Jets umgehen können. Und wenn jetzt in einem Team einer ist, der richtig gut im Jet ist und im anderen Team einer ist, der richtig gut im Heli ist, dann können die sich auch gegenseitig in Schach halten, auch wenn man denen entsprechend mächtigere Fahrzeuge gibt. Vielleicht würden die sich sogar ein bisschen besser in Schach halten, wenn die etwas mächtigere Fahrzeuge hätten. Aber für solche Balance-Nuancen ist natürlich der Casual auf Reddit zu blöd. Und dann kommt noch grundlegend dazu, dass wenn die Leute schon damit beschäftigt sind, sich die ganze Zeit nur mit der Infanterie rumzuärgern, weil die Infanterie halt zum Beispiel auch für die Panzer mittlerweile der größere Konter ist als die gegnerischen Panzer, ja, dann geht man logischerweise auch mehr auf die Infanterie. Warum sollte man sich dann auf die gegnerischen Fahrzeuge konzentrieren, wenn die gegnerischen Fahrzeuge für das eigene Fahrzeug das kleinere Problem sind? Und das wissen komischerweise auch die meisten Leute, die Fahrzeuge spielen, egal ob Panzer oder Heli und mitunter sogar Jet. Wobei man mit dem Jet teilweise die Infanterie sogar ignorieren muss, weil man je nach Setup nicht mal eine Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen. Aber das ändert sich ja dann vielleicht demnächst noch. Jedenfalls kommt man nicht weiter, indem man auf das Feedback von den Affen hört, die selbst mit dem Fahrzeug überhaupt nicht umgehen können. Die können ja den Heli nicht mal steuern, geschweige denn ihn produktiv im Kampf fliegen. Wie soll man dann von dem Feedback solcher Personen
irgendeine wertvolle Erkenntnis erlangen. Die würden doch sterben, egal wie der Heli aufgebaut ist oder egal wie stark oder schwach er ist, einfach weil es ein Heli ist und weil Leute mit dem Heli halt umgehen können, die damit umgehen können, weil sie von besseren Spielern gekillt werden und die würden auch von besseren Spielern am Boden gekillt werden. Nur am Boden ist es für die leichter zu verkraften, weil am Boden das Playing Field etwas ebenmäßiger ist. Weil die eben am Boden das mit dem Rumlaufen und dem Zielen mit der Waffe grundsätzlich beherrschen. Und wenn die sich in Heli setzen, stürzen sie nur ab. Das beherrschen sie nicht, deswegen gönnen sie es anderen nicht. Und aus dieser Missgunst erwächst das ganze Gestingere und Gelisse. So einfach ist es. Und bei diesem Grundproblem hätte man eigentlich in 2042 auch schon eine gute Lösung gehabt. Man hat ja mehr Spieler. 128 Spieler in der Lobby. Das bedeutet, dass anteilig einzeln der Einzelne weniger an dem einen Heli, den das Team halt hat, oder mitunter auch zwei Helis, stirbt. Außerdem hat man ja bei 128 Spielern eh den einen oder anderen dabei, der in voller Überzeugung die ganze Runde durchstingert. Das ist auch leider eine traurige Realität. Es gibt Leute, denen das Spaß macht. Jedenfalls, unter anderem auch deswegen, ist es ja so, dass anteilig bei 128 Spielern einem Heli mehr Gegenwehr entgegenkommt als bei 60 Spielern. Und damit ist auch klar, dass theoretisch die Fahrzeuge im Verhältnis zur Infanterie sowieso in 2042 schon etwas schwächer gewesen wären, selbst wenn man sie nicht schwächer gemacht hätte. Und wenn man sich darauf verlassen hätte von Anfang an und mit der vernünftigen Balance von Battlefield 4 gearbeitet hätte, mit starken Fahrzeugen, die sich gegenseitig irgendwie im Gleichgewicht halten, was halt funktioniert, wenn da auch Leute drin sitzen, die die benutzen können, was wie gesagt mit 128 Spielern in der Lobby nur wahrscheinlicher wird und nicht unwahrscheinlicher, ja, dann hätte man was gehabt, womit man arbeiten kann. Und im nächsten Schritt hätte man dann vernünftige Maps designt mit zentralen Infanterie-Hotspots bestehend aus mehreren Flaggen, wo dann auch größere Mengen an Infanterie vernünftig kämpfen können und Deckung haben und sich vor allem auch den stärkeren Luftfahrzeugen entziehen können mit dieser Deckung, so wie beispielsweise auf Kontakt mit den Indoor-Arealen in der Klippe drin. Oder auch hier mit dem Tunnel und den zentralen Flaggen und ihren Gebäuden. Das funktioniert, wenn man das richtig macht. Und dann hätten alle was gehabt. Und Panzer könnten da dann natürlich auch in solche Hotspots bedingt mit reinfahren. Aber wie wir bereits geklärt haben, stellen größere Infanteriemengen auch für Panzer schon an sich eine große Bedrohung dar. Also ist es für Panzerfahrer High Risk, High Reward. Man hat das Reward, viele Kills machen zu können und vor den Luftfahrzeugen einigermaßen sicher zu sein, aber dafür ein höheres Risiko im Punkt der Infanterie. Und wenn man merkt, dass die Infanterie zu krass wird, fährt man in die Außenareale. Da sind mehr Fahrzeuge, aber da lebt man dann auch, was die Infanterie anbelangt, nicht mehr so gefährlich. Man hätte also sogar Optionen, was den Spielstil anbelangt und was die Skillungen des Panzers anbelangt, ob man da eher etwas machen möchte zur Fahrzeugbekämpfung oder eher etwas zur Infanteriebekämpfung. Und wenn man das alles so durchzieht, dann hätte man schon mal etwas, was Battlefield 4 deutlich näher kommt als 2042. Soviel zum Soll-Zustand, kommen wir zum Ist-Zustand. Da fällt mir auf, das Video ist schon wieder schockierend negativ geworden, aber sei es drum, so ist es halt. Da haben wir Maps, die trotz Reworks nicht wirklich gut geworden sind und davon nicht allzu wenige. Und dann haben wir einige gute Maps, von denen es hoffentlich in der Zukunft noch mehr geben wird, weil das Spiel ja weiter mit Content supported wird. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch wieder ein gestrandet. Deswegen möchte ich hier auch gar nicht weiter spekulieren. Sagen wir einfach, im Map-Abschnitt ist noch einiges an Nachholbedarf, um wieder zu klassischen guten Maps zurückzukehren. Dann haben wir den absoluten Balance-Clusterfuck mit dem wahrscheinlich toxischsten Fahrzeug, was sie jemals geschaffen haben, dem Railgun-Panzer, der einen absolut gammeligen Spielstil promotet und auch von einer grundlegenden Balance-Perspektive so niemals hätte implementiert werden dürfen. Aber trotzdem ist er auch nach Monaten immer noch ungenervt. Gratulation, Dice. Zu den Jets habe ich schon genug gesagt, dann bleiben noch die Helis, die nicht mal mehr ihrem Grundkonzept entsprechen. Eine Techie sollte doch ein Heli mit brachialer Feuerkraft und einem richtig großen Arsenal sein. So wie in Battlefield 4. Hat er jetzt leider nicht mehr, so ein Pech aber auch. Und dann hat man den Tarnheli, der sollte vom Prinzip wie der Attack-Heli sein, nur mit eingeschränkterer Bewaffnung, aber dafür mit dem Tarnmodus als eher defensive Option. Und dann hätte man den Scout als Glass Cannon und das Einzige, was dem eigenen Konzept noch entspricht, ist der Scout als hochagile Glass Cannon. Leider ist der Tarnheli das komischerweise aber auch nach all den Nerfs. Der ist nämlich auch eine Glass Cannon und nur noch auf Mobilität ausgelegt. Nur der Scout macht's halt besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.